Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Mallorca aktuell. Ich bin gerade hier an der Playa de Palma, also circa 60 Kilometer entfernt von dem Großbrand, wo wir gestern Abend noch live berichtet haben. Die Feuerwehr teilte heute Morgen mit, um 8.45 Uhr, dass sich das Feuer stabilisiert hat und dass etwa 438 Hektar Land verbrannt sind. Derzeit gibt es nur noch einen Hotspot auf dem gesamten Gebiet östlich des Naturaparks. Und der Regen, der heute Nacht gefallen ist, hat also auch wirklich Gutes gehabt. Nach dem Wind, den wir erst die ganze Zeit hatten, was das Feuer immer wieder angefacht hat, gab es heute Nacht mehrere Stunden Regen. Es sind 10 Liter pro Quadratmeter gefallen und man konnte so das Feuer natürlich etwas eindämmen. Es ist noch nicht ganz gelöscht, es gibt immer noch ein paar Brandherde, aber auch ein weiteres Glück, was Mallorca gerade in die Karten spielt, ist, dass der Wind gedreht hat, nämlich jetzt von Norden Richtung Süden runterdrückt und damit das Feuer wieder auf die bereits abgebrannten Flächen geleitet wird. Tote, Verletzte gibt es wohl keine, zum Glück. Und ja, wir werden uns das Ganze vor Ort nochmal anschauen, wenn das Feuer dann auch beendet ist und werden euch zeigen, wie dort die Flächen jetzt aussehen. Das soll es gewesen sein. Zum Glück ist nicht mehr passiert und das Feuer ist unter Kontrolle. Sollten sich weitere Ereignisse passieren, werden wir uns hier natürlich wieder melden mit Mallorca aktuell. Danke fürs Zuschauen, euer Sven González.